Hallo und herzlich willkommen. In diesen Minuten wird die Euro Pride Village am Wiener Rathausplatz in der österreichischen Bundeshauptstadt feierlich eröffnet. Für zwei Wochen ist Wien und ist Österreich der Mittelpunkt. All jene, die vielleicht aus Wien kommen, haben schon die vielen Fahnen gesehen, die die Bundeshauptstadt schmücken. Die Regenbogenfarbe nämlich, sie ist das Symbol für Diversität, für Vielfalt, ganz egal welchem Geschlecht, welcher Religion oder welcher sexuellen Zugehörigkeit man sich verschrieben hat. Hier am Wiener Rathausplatz feiert man in diesen Tagen das Leben. Wir sind hier direkt vor der Haupttribüne. Hier gibt es ein breites Programm. Viele DJs werden hier aufspielen. Die Bühne haben wir noch beim Liveball gesehen. Die wurde dann sozusagen direkt auch übernommen. Und auch wenn es den Liveball nach 26 Auflagen nicht mehr gibt, gibt es, wie gesagt, die Euro Pride. Diese findet ja jedes Jahr in einer anderen europäischen Stadt statt. Dieses Mal ist es Wien geworden, weil die HOSI, die Homosexuelle Initiative von Wien, hatte sehr, sehr gute Gespräche und hat es geschafft, dieses wirklich tolle und sehenswerte Event hierher nach Wien zu bringen. Ja, auch hier gibt es jede Menge zu sehen. Ich würde sagen, wir machen dann ein bisschen später einen kleinen Rundgang mit Ihnen. Hier, wie gesagt, ist die Bühne, da ist noch viel Platz, Power of Love. Also in wenigen Minuten, wenn es dann so richtig losgeht, werden die Plätze hier gefüllt sein. Kommen Sie hierher an diesem Wochenende. Es wird sich auf alle Fälle auszahlen. Es gibt für jeden Geschmack etwas zu sehen. Und vor allem jetzt am Abend haben wir den Vorteil, dass die Sonne nicht mehr ganz so stark herunterbrennt. Das heißt, wenn Sie hier vielleicht auch kulinarisch etwas genießen möchten, vielleicht einen guten, leckeren Cocktail oder auch ein gutes Essen hier am Wiener Rathausplatz, sind Sie sicher und richtig hier versorgt. Und vielleicht rennen Sie ja auch dem Wiener Bürgermeister über den Weg, denn Dr. Michael Ludwig hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, dieses Event hier auch feierlich zu eröffnen. Ja, ich finde es eine großartige Veranstaltung, nach 18 Jahren wieder in Wien, und es sind mehrere hunderttausend Menschen angekündigt und angemeldet, die zeigen wollen, dass sie für alle Möglichkeiten der Liebe eintreten und dass wir alle das Recht haben, selbst zu wählen, wie wir in einer Gemeinschaft leben wollen. Und das finde ich schön und typisch für Wien, weil wir sind eine sehr weltoffene Stadt und es sollen alle Menschen die Möglichkeit haben, so zu leben, wie sie wollen, solange nicht die Freiheit anderer Menschen eingeschränkt ist. In ganz Wien sehen wir viele Flaggen in diesen Tagen mit den Regenbogen. Zeigt, dass Wien eine weltoffene und sehr tolerante Stadt ist. Ja, wir haben erst vor kurzem den Liveball in Wien gefeiert und jetzt auch die Euro Pride und wollen damit auch zum Ausdruck bringen, dass wir für die Freiheit der Menschen eintreten und dass jeder Mensch die Möglichkeit haben sollte, so zu leben, wie er sich das vorstellt. Das ist nicht in anderen Städten nicht so möglich, und von daher ist es auch ein Grund, dass Menschen aus allen Ländern zu uns kommen, um das zu begehen und deutlich zu machen, dass man sich gemeinsam für diese Ziele einsetzt. Sie gehen jetzt hier durch den Rathausplatz durch. Was sind denn die wichtigsten Anliegen, die die Menschen an Sie haben in Bezug auf Liebe und Gleichstellung und in diesen Fragen? Naja, sie wollen vor allem die Möglichkeit haben, selbst zu wählen, wie sie mit anderen Menschen leben. Und wir haben in den verschiedensten Bereichen diese Rahmenbedingungen geschaffen. Ich habe noch als Wohnbaustadtrat beispielsweise auch Wohngemeinschaften für gleichgeschlechtliche Liebe ermöglicht. Und das ist auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir für unterschiedliche Lebensformen auch die Möglichkeiten bieten. Und ich denke, das ist in Wien etwas, worauf wir stolz sein können. Sehr stolz war Wien auch viele Jahre lang auf den Liveball. 26 Mal hat es diesen gegeben. Sie haben gemeint, vielleicht in irgendeiner Art und Weise könnte man den weiterführen. Gibt es da schon Gespräche? Ja, wie Gary Kessler angekündigt hat, den Liveball nicht weiterführen zu wollen, hat es zum einen große Irritation gegeben und natürlich viele, die das auch sehr bedauert haben, wenngleich sie auch gesagt haben, sie verstehen, dass Gary Kessler nach so vielen Jahren der sehr intensiven Arbeit am Liveball und vor allem an den Vorbereitungsarbeiten irgendwann einmal sagt, jetzt ist es genug. Aber ich würde mich da sehr einsetzen, dass die Idee des Liveball weitergeführt wird. In welcher Form, das werden die Gespräche in den nächsten Wochen erbringen, unter Einbeziehung auch von Gary Kessler, seinem Team, aber dass man das auch öffnet für neue Ideen. Und von daher werden wir auch in Zukunft die Hauptstadt der Liebe sein. Glaub an dich steht auf diesem wunderschönen Band, das ich mir jetzt auch zugelegt habe. Bekommen habe ich das Ganze von der Julia. Ja, ein schönes Motto. Was soll denn das Regenbogenband symbolisieren? Dass wir bei der Erste Group einfach an Vielfalt glauben, an Diversität, und sind auch deshalb schon zum dritten Mal bei der Pride vor Ort. Und weil wir glauben einfach, dass Vielfalt sowohl unser Unternehmen als auch die Gesellschaft weiterbringt, und deshalb fördern wir und feiern auch Vielfalt.
sagst schon, zum dritten Mal seid ihr mit dabei. Was macht denn das Besondere aus hier an der Pride? Also es ist eine super Stimmung. Die Leute sind offen, feiern einfach die Unterschiedlichkeit der Menschen und es ist ein Feiern, aber es hat auch einen wirklich wichtigen Hintergrund, nämlich dass wir Vielfalt eigentlich fördern sollten und leben sollten und nicht das Gegenteil tun. Vielfalt etwas ganz Wichtiges. Gibt es in Österreich noch hin und wieder Punkte, wo du das denkst, das müssten wir eigentlich verbessern, da sind die Menschen vielleicht oder manche Menschen nicht so tolerant? Na, ich glaube, es wird immer wieder Menschen geben, die wenig tolerant sind. Und ich glaube, die Pride ist einfach ein halbes Monat lang, der ganze halbe Juni von 1. bis 15. einfach ein echt kräftiges Lebenszeichen von Wien, von Österreich, aber auch von Europa, weil es sind Menschen aus ganz Europa hier, um zu sagen, ja, wir haben ein Gegenmodell zur Intoleranz.